Moin, schön, dass ihr da seid. Ich bin Max und will euch heute mal die neuen Boss Tonebänder zeigen. Der TB2 Wuthercraft wurde zusammengebaut mit den Legenden aus London, Solar Sound und halt Boss natürlich aus Japan. Ist auch made in Japan. Und ja, hören wir uns die mal an. Hat zwei verschiedene Regler, einfach nur Level für die Lautstärke. Wenn der ganz nach links ist, kommt tatsächlich gar kein Ton. Und noch den Attack-Regler. Der regelt so ein bisschen die Fass-Gain-Einstellung in dem Sinne. Und in der Mitte seht ihr noch ganz klein den Schalter für quasi eine Spannungssimulation. 7 Volt, 9 Volt und 12 Volt. Und unabhängig davon, welche Spannung angeschlossen ist, also beziehungsweise sind natürlich immer 9 Volt angeschlossen als Netzteil oder auch als Batterie, kann man den Schalter natürlich betätigen, um verschiedene Sound-Charakteristiken herauszubekommen. Ja, ansonsten gibt es hier nur noch den kleinen Knopf für die Buffer-Funktion. Die ist entweder immer an oder immer aus. Kann man einstellen, unabhängig davon, ob das Pedal tatsächlich angeschaltet ist. Und dann schauen wir mal, wie er klingt. Achso, genau. Meine Signalkette geht natürlich diese Solar-Gitarre mit Solar-Duncan-Tonabnehmern, Medium-Output, ein Nico 5-Magneten. Direkt in den Tonbänder und dann direkt in den Marshall Plexi, das Ernie Marsden Modell. Klingt ungefähr so. Einstellungen sind alle ungefähr auf 6. Die beiden Volume-Regler sind jeweils auf 2 und das Ganze geht dann hinten in den Two-Notes. Da. Und der simuliert dann halt, weil ich hier zu Hause sitze, eine Marshall 412er-Box, eine ganz normale mit V30 und einem SM57 davor. Also quasi Standard, sodass das auch jeder für sich ein bisschen reproduzieren kann zu Hause. Ja, dann schauen wir mal das Ding mal an. Genau, das meine ich. Kommt gar kein Signal, sobald der Levelregler ganz nach links ist. Das sind jetzt meine aktuellen Einstellungen, Level halt auf Maximum, damit man halt die ganz normale Lautstärke hat. Und den Attack Gain Output Regler quasi dann erstmal auf Minimum. Bei 7 Volt Einstellung, Simulation in dem Falle. Und drehe ich mal das Attack hoch. Das ist bei 7 Volt noch relativ weich im Sound. Habe jetzt mal auf 9 Volt gestellt. Mal gucken, was jetzt klingt.
So, gehen wir mal auf die 12 Volt Einstellung. Jetzt aktuell war also Level immer auf Maximum. Attack war jetzt die ganze Zeit auf Minimum beim 9 Volt Modus, also zum Ende hin jetzt. Und jetzt gehe ich auf den 12 Volt Modus und regle den Attack-Regler langsam wieder hoch. Mal schauen. War ich zum Schluss eben mal kurz auf den Single Coil, also beziehungsweise auf den Humbucker gesplittet. Und klang schön garstig auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Ich gehe mal mit dem Attack nochmal ein bisschen runter. Beziehungsweise ne, ich lasse Attack oben und gehe mal mit dem Level ein bisschen runter, mal gucken, was da passiert. Ja, das sind jetzt im Grunde so fast alle Einstellungsmöglichkeiten, die man damit hat. Ist natürlich nicht mega flexibel, aber soll er auch gar nicht. Er macht genau das, was er soll. Zum Spaß gehe ich mal nochmal zum Amp und drehe da das Gain nochmal rauf und gucken, was passiert.
Mag für den einen oder anderen natürlich zu viel sein. Für den anderen vielleicht noch zu wenig, der holt sich dann das HM2 oder so. Ich gehe mal wieder mit dem Attack auf Minimum. Bleibe auf 12 Volt. Ich habe das Gamebeat jetzt wieder ein Stück runtergenommen, so wie es vorher war. Das war das Bosspedal. Ich werde noch eine Runde damit spielen. Mal gucken, was man damit noch so machen kann. Haus vielleicht nochmal an den JVM in den Clean-Kanal. Und ja, falls ich da noch coole Sounds rauskriege, dann nehme ich die auch nochmal für euch auf. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.